Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute ist der Park von Anti-Spider dran. Ich habe leider keinen Parknamen, also das Safe Game heißt Kanada dann. Aber ich habe ihn nochmal gefragt, also falls der Park einen Namen hat, dann steht das im Videotitel. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort, aber jetzt wo ich es aufnehme, weiß ich es halt noch nicht. Das ist echt cool hier mit den Lichtern. Du hast hier so Regenbogenfarben gemacht. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil es gerade Tag wird. Können wir jetzt auch gleich von oben gucken, würde ich sagen. Dann sehen wir es auch besser. Also hier gibt es wieder einige Toiletten und auch Läden und sogar Schutzbunker. Und dann kommt man auf ein Innovationscenter zu. Anti-Spider hat auch eine E-Mail geschrieben, dass eine Seite für die Pflanzenfresser ist und eine für die Fleischfresser. Werden wir dann sicher gleich feststellen. Und der Park ist komplett ohne Mods gebaut, das müsst ihr mal bedenken. Aber dafür sieht das schon sehr cool aus. Tolle Optik. Auch mit dem See im Hintergrund. Gefällt mir gut. Und wir entscheiden uns jetzt einfach mal für links. Wir gehen jetzt einfach mal hier links lang. Und dort kommt man in eine Beobachtungsgalerie. Und da haben wir auch das erste Gehege. Und das scheint ein Mischgehege zu sein. Hier der Homalocephale. Und ich habe Dryos gesehen da rechts. Oh, der Tag-Nacht-Wechsel ist ein bisschen schnell, glaube ich. Man sieht den Schatten richtig wandern. Ich habe das jetzt nochmal ausgestellt und gehe jetzt nochmal in Besucherperspektive weiter. Und dann können wir auch in diese ganzen Beobachtungsgalerien und so rein. Weil hier ist jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Turm, mit dem wir dann nochmal in das Gehege schauen können. Da hinten scheint es auch ein Aviarium zu geben und auch eine Lagune. Kommt schon echt nochmal coole Atmosphäre rüber in Besucherperspektive. Auch schön mit den Springbrunnen da im Hintergrund, dass wieder so durch die Lücken sichtbar sind. Und dann können wir hier einmal in die Beobachtungsgalerie von der Lagune. Können wir jetzt auch den Platz wechseln auf dem hinteren Platz. Das finde ich auch richtig cool. Leider sehen wir jetzt gerade nichts. Doch, da. Aber was ist das? Da passt das wie ein Megalodon. Hat nur so die Rückenflosse gesehen. Wir fahren mal runter. Auch schön mit der neuen Deko. Das ist ein Tylosaurus. Wie viel Glück wir gerade haben. Und nicht, die ist auch da. Das hat man selten, wenn man in der Galerie runterfährt, dass man da auch Glück hat und die zu Gesicht bekommt. Dann gehen wir mal wieder raus und gehen mal ein Stück hier in diese Richtung weiter. Da kommen wir wahrscheinlich dann auch noch zu den anderen Galerien. Die werden wir jetzt mal nicht alle abchecken. Das ist schon echt schön hier gemacht mit der Deko. Fällt mir richtig gut. Wir gehen jetzt aber erstmal hier auf der linken Seite noch weiter. Gibt es auch noch mal einige Sitzmöglichkeiten. Und immer so eine schöne Spinosaurus-Skulptur. Da ist auch ein Industriebereich. Auch schön gemacht. Auch schön in einer anderen Wegfarbe und abgegrenzt mit Zäunen. Dinosaurierkäfige, passende Kräne dazu. Okay, der Baum hier ist ein bisschen komisch platziert, muss man sagen. Weil das ist, glaube ich, extra platziert. Der ist auch mittig. Aber sieht irgendwie komisch aus, wenn der vor dem parkenden Auto steht. Aber hier auch richtig schön mit der Deko überall gearbeitet. Kisten, Container. Wirkt alles richtig cool. Und da kommt schon das nächste Gehege. Auch hier in den Zwischenräumen hast du immer richtig schön gestaltet. Oh, hier gibt es auch eine Tour. Das ist sehr interessant. Da fahren wir gleich eh noch mit. Aber dann würde ich sagen, gucken wir einfach einmal hier rüber. Vielleicht sehen wir dann schon was. Hier sehen Sie einen Ziegosaurus. Oh, das sind Kianzosaurus. Oh, jetzt kommt er sogar fressen. Ist ja perfekt vom Timing. Oder auch nicht. Vielleicht der andere? Hat ihm halt echt nur angetäuscht. Schade. Na gut, man kann nicht immer Glück haben.
Aber hier sind auch wieder außenrum mehrere Beobachtungsgalerien. Also hier sieht man noch eine, da sieht man noch eine. Ich glaube, da hinten sind sogar noch andere Saurier. Ja, das sind Mayungas. Und los geht die wilde Fahrt. Zwar direkt in das Gehege, was wir gerade gesehen haben. Auch echt schön hier mit den Höhenunterschieden. Dass du es überall so hügelig gemacht hast. Es war an der einen oder anderen Stelle mit dem Zaun so ein bisschen krumm und schief, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht wild. Schreit er denn es denn so an? Also das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass es da hinten dann so ein bisschen krumm und schief ist. Das hast du, glaube ich, auch in die E-Mail geschrieben, dass du da ein paar Probleme hattest. Sieht aber trotzdem alles wunderschön aus. Hast du echt toll gestaltet. Hier herrscht eine sehr schöne Atmosphäre in dem Park bis jetzt. Wir fahren gleich auf der anderen Seite dann auch nochmal zurück. Jetzt muss ich aber schnell überholen hier. Guck mal, hier ist auch nochmal so ein Besucherbereich mit so Strohdächern. So eine Hotelanlage. Ah, da fahren wir sogar vorbei. Oh, es geht ins Aviarium. Das ist ja cool. Das mag ich mal sehr gerne. Ich wünschte, die hätten auch Interaktion gemacht zwischen Flugsauriern und diesen Touren. Das wäre cool, dass sie dann mal auf dem Dach oder so landen. Weil mit dem Helikopter gibt es ja mittlerweile auch Interaktion. Wo verstecken die sich denn jetzt alle? Oh, ist ja ganz gemischt. Tapijara sehe ich. Dimetrodon. Nicht Dimetrodon, wie heißt er denn? Dimorphodon. Und auch noch irgendwas anderes. Pteranodon ist es. Oh, wie schön. Guck mal, die könnten jetzt perfekt mit uns interagieren. Das wäre richtig cool. Aber auch hier eine tolle Atmosphäre in dem Gehege. Schön gestaltet. Hey, Kollege, das ist nicht dein Ernst. Du Drängler, du. Jetzt überhole ich dich aber. Oh, hier vorne ist ja auch ein Gehege. Ich dachte, wir sind gerade wieder außerhalb, aber hier sitzt einfach ein Anki. Der sah erst aus wie ein Stein. Wie schön er uns anguckt. Der sitzt ja wirklich perfekt. Voll schön. Edmontosaurus haben wir noch, Amagasaurus. Auch wieder schöne Skins, eine tolle Mischung an Dinosauriern. Und hier liegt noch ein richtig bunter Edmontosaurus. Geht's in der Zwischenstation übrigens rein. Also wir fahren dran vorbei und fahren weiter. Also hier hätte man einmal aussteigen können. Die Höhenunterschiede sind echt richtig cool. Geht immer schön auf und ab. Und das ist auch nie irgendwo zu steil. Das hast du echt gut gemacht. Jetzt geht's wieder ins Aviarium. Sind wir auf der anderen Seite. Oh, wie viele Dinos hier sitzen. Beziehungsweise nicht Dinos, sondern Flugsaurier. Ist ja mega perfekt. Könnt ihr die alle mal sehen? Jetzt kommen wir aber, glaube ich, nochmal wieder zurück in das Fleischfressergehege. Genau. Eigentlich waren die Mayungas von hier auf dieser Seite. Sind hier wieder die Kiansos. Spreche ich bestimmt auch falsch aus. Also seid mir da nicht böse. Ich guck nochmal ganz kurz. Kiansosaurus. Ja, das kommt aber hin. Okay. Hat, glaube ich, gar keinen Bock auf uns. Wo ist denn jetzt die Straße? Ist egal. Die geht hier dann zurück durch das Tor und dann hier zur Tour. So sieht das Gehege zum Beispiel von oben aus. Echt cool aus. Auch hier, dass du an den Rändern so Felsen gemacht hast. Sehr schön von der Optik. Was ist denn für ein Skin? So viele schöne bunte Skins hier. Okay, beruhig dich. Gut, dass wir das nicht waren. Sieht echt schön aus von oben, ne? Also diesen Bereich hier haben wir gerade abgecheckt mit der Tour. Mega toll. Wir gehen jetzt aber mal weiter. Nämlich hier vorne waren wir noch nicht. Hier ist nochmal ein schöner Besucherbereich. Und dann geht es hier auch nochmal weiter in eine andere Richtung.
nochmal zu einem weiteren Besucherbereich mit einem riesigen Plaza, mit vielen Sitzmöglichkeiten, Lampen und auch dem nächsten Gehege und natürlich auch Besucherläden. Aber wir gehen jetzt erstmal hier in die Beobachtungsgalerien. Oh, hier haben wir Suchus und Spinos. Ganz gefährliches Gehege. Da hat man auch dann eine tolle Hotelsicht wahrscheinlich. Ja, mega schön. Das Hotel hat ja mittlerweile auch andere Ansichten, die können wir gleich mal durchschalten. Oh, jetzt kann man sogar hier fast nach oben. Aber da kann man auch noch ins Gehege gucken. Das ist die Besucherseite. Und dann können wir auch nochmal von hier oben schauen. Aber wir fahren da sowieso gleich nochmal durch. Aber erstmal fliegen wir jetzt nochmal hier in diese Richtung, würde ich sagen. Hier ist nämlich nochmal ein Industriebereich. Kann man ganz gut an der Wegfarbe erkennen. So zwei Security-Türmen. Und auch hier wieder richtig schön gestaltet. Oh, hier ist ein geheimes Gehege, glaube ich. Oh ja, hier sind die geheimen Forschungsarbeiten an dem Indoraptor. Deswegen auch die Türme. Überwachen das Ganze. Ne, hier ist nichts drin. Ist einfach nur das Brutding. Und hier sind dann die Forscher wahrscheinlich drin und beobachten den Indoraptor. Ja, wenn er dann in den Wald rennt, dann hat man halt keine Chance, ihn wirklich zu sehen. Wir gönnen uns jetzt aber nochmal eine schöne Fahrt hier mit der Tour. Oh ja, hier ist einer. Mit einem wunderschönen Skin. Den habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen. Der ist aber auch riesig. Aber hier waren doch gerade voll viele Suchus und so. Wo sind die jetzt? Ich habe ja sonst nichts gesehen. Hä? Wo verstecken die sich? Hier geht's auch schon wieder zurück. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ah, hier sind die, okay. Ich glaube, die sind mir schön ausgewichen. Jetzt liegen sie hier perfekt. Das hätte ich gerade gebrauchen können. Aber na gut, so ist das. Wir schauen nun mal hier den Bereich an. Das ist nämlich jetzt die eine Seite, die ist abgearbeitet. Das sind die Fleischfresser gewesen. Und jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Da hatten wir das hier auch schon gesehen. Dann fliege ich mal hier jetzt in die Richtung weiter. Hier ist dann noch das nächste Gehege. Oh, immer noch Fleischfresser. Okay. Habe ich mich vielleicht verlesen in der E-Mail? Ne, eine Fleischfresserseite und die andere eine Pflanzenfresserseite. Okay. Dann bin ich ein bisschen verwirrt. Weil das sind doch jetzt hier auch wieder Fleischfresser. Der Procerato ist das. Daneben. Ah, das ist kein Gehege. Okay, das ist einfach nur so Landschaftsgestaltung. Hier ist dann auch nochmal ein Besucherplatz. Auch schön gemacht. Dahinter Hotels. Und auf der Seite ist auch nochmal ein Gehege. Oh, schaut mal. Ja, welcher ist das jetzt nochmal? Ist das der Sauropelter? Den tue ich mich ja auch immer schwer. Ja, Sauropelter. Auch wunderschön. Also wir sind jetzt hier quasi im Eingangsbereich. Wir sind ja vorhin hier abgebogen. Und jetzt sind wir auf dieser Seite. Und laufen jetzt hier den Weg weiter. Ja, von dieser Seite kann man dann auch nochmal schauen. Die Procerators. Und dann kann man sogar von dieser Seite nochmal schauen. Durch die tollen Hotelanlagen hier. Auch hier wieder schön mit der Deko gearbeitet. Oh, guck mal, das ist ja cool gemacht. Dass du da noch einen Futterspender platziert hast, ist ja genial. Das hast du extra, glaube ich, für diese Sicht gemacht aus dem Hotel. Und dann geht es weiter noch in diese Richtung. Da ist wieder ein kleines Fleischfressergehege. Mit. Das dürften Coelophysis sein. Ich schau nochmal lieber nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Ja, Coelophysis. Und hier hinten ist dann nochmal ein Pflanzenfressergehege. Oh, nochmal ein großes Mischgehege. Ich sehe schon Brachios, ich sehe Paras. Oh, wie schön der davor liegt. Das ist ja super.
Gallis sind da auch. Da freue ich mich schon, wenn wir da gleich nochmal durchdüsen. Wirkt aber jetzt schon wieder sehr lebendig. Was ist das denn? Gott, wie das aussieht in Pink. Das hat irgendwie gerade gar nicht zur Landschaft gepasst. Habe ich so auch noch nie gesehen. Hier ist der Toreingang. Ja, sehr seltsame Farben. Auch die Schirme hier. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Hier ist nochmal ein schönes Hotel. Das ist sogar hier wieder so rangebaut, dass man direkt hier sitzen kann und keinen Zaun vor sich hat. Oh, die Ansicht ist sogar auch perfekt. Kann man dann auch schön ins Gehege schauen. Cool, dass das klappt ohne Mods ohne, und dann ohne Zaun hier. Finde ich nice. Hier haben wir dann auch nochmal einen Turm. Aber das brauchen wir, denke ich mal, jetzt nicht checken. Denn wir fahren jetzt einfach mal mit der Jurassic Tour. Schauen uns das Ganze einfach an. Oh, hier geht es sogar durch ein Jurassic World Tor. Das ist toll. Oh, wie gut. Man kommt hier rein und sieht direkt die Brachios da. Das ist ja mal wieder ein gutes Timing. Und da rechts laufen auch Sinoceratops. Das ist ja auch wieder so schön, weil hier die Höhenunterschiede so genial sind. Weil man kommt halt oben rein und sieht direkt das gesamte Gehege, so weil es halt so runter geht. Nehmen wir dann nochmal die Paras. Hier ist auch schön mit dem Parkrand gearbeitet. Das sieht man ganz gut an diesem weißen Streifen da links. Das heißt, auf der Seite hast du einfach den Zaun weggelassen. Finde ich immer sehr schön, wenn man Gehege nicht ganz umzäunen muss. Hallo, kleiner Galli. Du bist ja auch ein wunderschöner mit deinem Skin. Oh, guck mich leider nicht an. Er reibt sich auf den Boden. Und im Hintergrund werden wir von den Brachios beobachtet. Auch sehr schön. Die Strecke ist halt null steil, also ist alles perfekt gemacht hier. Ist halt echt cool, dass es da so weit runter geht. Da unten ist dann noch Wasser. Oh, hier der rechts, der Skin ist ja auch mega schön von dem Brachio. Du hast echt eine tolle Skinwahl in deinem Park getroffen. Hast du bestimmt vorher auch im Spezies-Viewer dir ausgesucht. Ich wünschte, man könnte in den Spezies-Viewer wechseln, während man am Spielen ist. Man muss halt immer im Hauptmenü dort reingehen, deswegen bin ich da immer zu faul für, muss ich sagen. Aber es ist gerade auch wieder ein geniales Bild, ne? Wir fahren hier so weg und die beiden Brachios laufen aufeinander zu. Mega schön. Seht ihr auch nochmal den Sinoceratops gleich vom Nahen. Hier rechts ist einer. Und hier links auch. Wunderschöner Skin. Und ich habe da sogar noch mal diese kleinen Gefährten gesehen. Ich finde das immer krass, wie klein die sind, ne? Das dürfte ein Gigant-Spino sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Gigant-Spino. Der Name passt irgendwie nicht. Gigant-Spino. Nee. So winzig wie der ist, passt es so gar nicht. Aber ich glaube, das war es jetzt mit der Tour. Hier geht's wieder raus. Oh, da war sogar nochmal ein Foto. Da freuen sich die Besucher doch. Und wieder in die Station. Das war jetzt der Park von Anti-Spider. Wirklich ein wunderschöner Park. Hat echt Spaß gemacht. Den Namen weiß ich, wie gesagt, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich hoffe, er wird dann im Titel stehen. Ihr könnt ihn auch runterladen in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, Leute, falls ihr auch einen Park habt, den ihr einsenden wollt. Momentan kommen diese Parks sehr schnell dran. Deswegen schickt ihr mir gerne ein. Dazu stehen auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da und einen Kommentar für den Algorithmus. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.